Hallo und herzlich willkommen zum Weekly Teil 1 für diese Woche mit Infos und Briefen und... Heute habe ich es auch nochmal geschafft. Der Kadi. Ich leuchte so. Sieh, meine Haut sieht voll braun aus bei der Farbe. Also brauner als sie eh schon ist. Mein Sonnenbrand ganz ist genau. Ja braun geworden. Und bevor wir mit den Briefen anfangen, haben wir einige Infos für euch. Also erstmal fand ich es echt krass, was für eine Resonanz auf das... veränderte Minecraft-Pferde jetzt kommt, weil es ist bei mir einfach so, ich habe es noch dreimal jetzt probiert, den Mod zu laden, dadurch ist wieder die Welt gecrashed und es waren wieder alle Items weg. Das Problem ist, wenn Fabi, ich habe es mir eben selber mal angeguckt, wenn er da reingeht, hat man ganz kurz die Welt, die lädt, und dann ist sofort der Bildschirm grau und, es und kommen, dann kommt eine ellenlange Fehlermeldung. Ich habe den halben Tag heute noch dran gehockt und immer wieder versucht, Sachen neu zu machen, aber deswegen kommt das Weekly eben auch erst später, weil wir gehofft haben, euch dann noch Besseres sagen zu können. Aber es geht einfach nicht und ich muss sagen, ich habe so viel Resonanz jetzt drauf bekommen von Leuten, die das jetzt scheiße finden, die das lieber kein Minecraft als das und deswegen, also ich habe, das ist jetzt für mich nicht zwingend, dass ich das zeige, wenn es das lieber ist, dass ich das Minecraft gar nicht mehr bringe. Oder zumindest Minecraft-Pferde nicht bringen und dann erst wieder mit 1.11 mit Minecraft anfange, ist das für mich auch kein Problem. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare drunter schreiben, wenn ihr lieber wollt, dass Minecraft damit dann ab heute endet und dafür dann halt ich was auch immer mache. Ich habe genügend Projekte noch in der Hinterhand. Ach, stimmt. Und ich habe eigentlich Bock, an der Sache weiterzuspielen. Mir macht das so auch Spaß. Im Endeffekt, der einzige Unterschied, der aktuell vorhanden ist, ist, dass es deutlich besser aussieht und dafür eben die Pferde leider in ihrer alten, ursprünglichen Version drin sind. Ich finde, dass es ansonsten eigentlich gar nichts verändert in dem Spiel. Und ich weiß nicht, was mit 1.11 reinkommen wird. Das entscheidet quasi, wie sich Minecraft entwickeln wird. Minecraft Pferde war sowieso nur soweit geplant, eigentlich als Platzhalter damals für Ark. Genau, für Ark, was ja ab Montag wieder kommt. Ganz genau. Da wir aber damit das Together-Projekt Frozen ja auch schon zum Ende gebracht haben, ist es jetzt damit weitergeführt worden. Und jetzt wäre eh die Wahl, dass man noch eine Geländestrecke baut, dass man die Halle noch fertig baut, die Dressurhalle und vielleicht noch eine Springhalle. Und danach wäre Minecraft Pferde sowieso ausgelaufen. Wenn ihr euch das lieber ist, beenden wir das Ganze sofort. Ich lade die Map, wie sie ist, gerade hoch. Und ihr könnt sie damit weiterverwenden und ich so überlege mir ein anderes Projekt. Ich habe jetzt auch mal geguckt, da ich euch mal gefragt wurde wegen dem Minecraft Pokémon Mod. Da ist es halt einfach schwierig von der Rechtslage her. Da muss ich mich vorher erstmal absichern und deswegen kann ich dazu noch nicht wirklich was sagen. Frühestens genau, nach der Gamescom, genau, weil da treffe ich die Leute von Nintendo. Und danach würde ich das festmachen, ob man da mal was zeigen kann. Aber, wie gesagt, mich hat die Resonanz momentan ziemlich getroffen. Und von daher, wenn ich das lieber ist, kann ich das Ganze auch sein lassen. Ich habe auch noch was zu verkünden. Ich hatte ja das Problem mit Horsehaven. Manche von euch haben vielleicht das Video heute Morgen gesehen. Halleluja, ich weiß nicht, was ich genau gemacht habe, aber ich habe es wieder zum Laufen gebracht. Ich habe dann noch eine ganze Weile dran rumgebastelt. Das heißt, morgen kommt wieder eine Folge. Immerhin ein positiver Punkt. Und ich hatte ja schon erzählt, am 23. August, glaube ich, soll Alpha Phase 3 starten von Planet Coaster. Ich habe da eben schon einen Post noch gemacht auf Facebook. Bis zum 25. kann man sich noch die Early Bird Version holen. Danach, wer sich das bis dahin nicht geholt hat, der muss dann wirklich bis zum offiziellen Release warten, denn dann wird die Early Bird Phase, ja, der frühe Vogel ist halt irgendwann mal vorbei. Da sind alle Würmer gefangen. Also bis dahin hättet ihr noch Zeit, falls ihr schon vorher spielen wollt, und es wird dann auch zum Steam-Spiel. Das heißt, es wird nicht mehr möglich sein, Planet Coaster zu spielen ohne Steam. Und bei mir wird es dann auch um den Dreh wieder weitergehen. Je nachdem, um wie viel Uhr das dann kommt am 23. oder ob es sich jetzt vielleicht noch um ein, zwei Tage verschiebt, je nachdem. Auf jeden Fall geht es dann um den Dreh bei mir mit Planet Coaster auch weiter. So, übrigens die Q&A-Sache zur Gamescom werde ich am Montag dann bringen. Da werde ich euch dann nochmal genau sagen, wenn wir dann ein bisschen so den Wetterbericht auch nochmal verfolgt haben, wo wir uns treffen werden und wie das Ganze dann ablaufen wird. Genau. So, dann haben wir noch wieder Briefe diese Woche. Wir hatten jetzt schon von der Simone das Riesenpaket, was angekommen war, hatten wir schon ausgepackt, mal im Off quasi. Aber wir haben die Briefe, die haben wir extra noch zugelassen. Die haben wir gesagt, die lesen wir heute im Weekly vor. Außerdem wird es natürlich heute Abend noch den Vorbereitungsstream wieder geben zur SSO-Olympiade. Genau, auf YouTube Gaming. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt,
alle Streams sind ab sofort auf YouTube Gaming. das heißt, auch der Link zu unserem Stream wird erneuert bei neueren Videos. Bei den alten werden wir das jetzt nicht bei jedem Video umändern. Aber es wird umgeändert auf YouTube Gaming und da wird in Zukunft alles stattfinden. Das ist ziemlich kurz. Auch wenn es spät kommt, eine kleine Karte zu deinem Geburtstag. Ende. Ah, die ist ja voll süß. Das konnte ich schnell vorlesen. Hier sind zwei Briefteile drin. Willst du den zweiten lesen? Ich lese den ersten. So. Hallo Kalli und Fabi. Hier habt ihr mein Paket für die 50.000 Abonnenten, auch weil es schon ein bisschen her ist. GZ dazu. Übrigens nochmal ein dickes Dankeschön, weil da waren ganz tolle Postkarten und Notizbücher drin und richtig, richtig tolle, aufwendige Bilder. Richtig, richtig toll. Danke nochmal dafür. Auch wenn wir es dir schon gesagt haben. Ich hoffe, das Bild gefällt euch und ihr könnt es irgendwo aufhängen. Damit wollte ich euch ein bisschen Urlaub schenken, wenn ihr schon nicht die Zeit und das Geld habt, selbst zu fahren. Oh. Du guckst so? Nee, ich guck nur, wie weit du bist vom Lesen. Okay. Es war eine Menge Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Und bevor ihr etwas dazu sagt, ich habe es selbst geschenkt bekommen und bei mir habe ich keinen Platz dafür. Außerdem habe ich ein Puzzle für Kalli dabei. Genau, das Puzzle war auch noch dabei. Muss ich mich auch demnächst mal dran machen, wenn hier ein bisschen mehr Luft ist. Zwar habe ich davon kein Bild, aber dafür sind es nicht so viele Teile und ich hoffe, dass du, Kalli, vielleicht Zeit dafür findest. Irgendwann bestimmt. Ich finde Puzzle immer so unheimlich entspannend. Das ist so... Okay. Der Rahmen ist für das Puzzle, falls ihr es aufhängen wollt. Ansonsten könnt ihr den Rahmen auch anderweitig benutzen. Für Fabi haben wir seine Lieblingsschokolade und da ich erfahren habe, dass du normal isst, Kalli, und genauso gerne Jogurette magst wie ich, habe ich dir nochmal eine besorgt. Dann haben wir noch eine Karte für Fabi, zwei Notizbüchlein, die hoffentlich nicht zu kitschig sind, und vier Postkarten, genau. Wem welche Postkarte gefällt, könnt ihr euch aussuchen. Zu guter Letzt haben wir dann noch die vegetarischen Hundekekse. Genau, die haben wir... Die liegen da hinten. Da. So. Ich hoffe, Hani und Nani mögen und vertragen sie. Da habe ich noch eine kleine Challenge für euch. Esst mal einen Hundekeks. Keine Sorge, alles ungefährlich. Mein Hund hatte die Kekse geliebt und wir auch. Das überlege ich mir noch. Tja. Wo sind die? Hier. Probier jetzt echt? Ein. Ich habe schon so viele Bilder. Tja, das war's. Ich hoffe, die Geschenke freuen euch. Liebe Grüße Simone. PS, liebe Grüße von Nati. Sie darf euch nicht schreiben. Knuddelt Hani und Nani von mir. Alles klar. So. Ich beiß jetzt einfach mal in einen rein. Die riechen gut. Ja, jetzt nimm doch eigentlich einen. Ich mag Fische. So. Wenn die Hani und Nani nicht schmecken, dann nehme ich die. Oh Mann. Nimm doch mal einen. Na, was schmecken die denn? Die schmecken eigentlich eher so ein bisschen in Richtung Keks. Es sind Hundekekse. Ja. War gut. Ist in Ordnung, hier komm. Hani, über dir. Ja. Hani rafft's nicht. Muss ich den ganzen Weg nach unten selber gehen? Okay. Ja. Ich bin normaler Keks, ja. Ein bisschen weicher. Mhm. Verdammt, den Hunden schmecken sie auch. Okay. Wir haben noch zwei Briefe. Willst du einen davon noch vorlesen oder soll ich beide vorlesen, weil du zuletzt so viel gelesen hast? Okay. Schmatzt es im Hintergrund. Oh nein, der ist wieder so zugeklebt. Haha. Ach Manno. Ah. Dann krieg ich immer... Dann gib mir den jetzt noch, dann hast du hier, guck. Das sind nämlich anscheinend für jeden von uns ein Brief. Ja, jetzt kommt die Nani wieder, will noch einen Keks haben. Oh, hast du eine schöne Schrift. Am 8.6. Eieiei, so lang schon her. Tut uns leid. Ah, Kekse.
Nein, ich habe keine mehr. Nicht davor. Also sie scheinen ihnen geschmeckt zu haben. Kann ich nachvollziehen. Die sind echt gut. Ja. Hi Kadi, ich schreibe diesen Brief, weil ich finde, dass du und Fabi die besten YouTuber auf der ganzen Welt seid. Dankeschön. Deine Videos sind mega cool. Am liebsten mag ich SSO natürlich. My Horse and Me, Horse Life, Riding Out. Muss ich auch mal gucken, ob ich da nochmal was zu zeigen kann. Da hänge ich ja fest leider momentan. Alicia Online, Barbie Puppy Rescue. Ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist. Doch, alles super. Sims 4 und natürlich eure gemeinsamen Weeklies. Auf SSO heiße ich Funny B-Force und bin auf dem Server Chocolate Mountain. Der dritte. Kann ich dir mal Post schreiben? Prinzipiell ja. Ist mir mal sehr schwierig. Ich mache die Postfolgen meistens von in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Irgendwann in der Zeit von 0 bis 2 Uhr meistens. Wo bin ich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Briefkasten? Wie schon in Fabis Brief gesagt, okay, der Brief kam noch nicht. Also meiner ist zuerst dran gewesen eigentlich. Verflixt, ja. Bin ich schon von Anfang an auf eurem Kanal Sepp dabei. Ich bin einer eurer größten Fans, daher würde ich mich auf ein Autogramm freuen. Hanni und Nanni und Romero sind super niedlich. Viele Grüße an die drei. Liebe Grüße Nanni, liebe Grüße Hanni. Romero knuddel ich nächste Woche Montag. Ich bin nämlich diese nächste Woche schon am Montag und am Dienstag da, wegen der Gamescom. Viele Grüße Jasmin. PS, ich bin 10 Jahre alt und habe am 16.06.2005 meinen 11. Geburtstag. Da bist du jetzt 11 schon. Mhm. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich noch. Tut mir leid, dass ich euch nichts eingepackt habe. Ist doch kein Thema. Ich kann keine Pferde malen, deswegen nur einen Kopf. Das ist aber voll süß und meine Güte. Also 10 Jahre und dann so eine Schrift. Ja. Wow, Respekt. Bei mir ist, hi Fabi, ich wollte dir schon immer mal sagen, dass ich dich mega toll finde. Genauso toll, wie ich dich finde, finde ich auch deine YouTube-Videos. Die Nanni riecht schnuppert. Am liebsten mag ich Ark, The Center, Minecraft und eure Weeklies. Ach, Montag wieder Ark. Ich wollte noch kurz fragen, ob ich mal ein Autogramm von dir bekomme. Wäre echt mega geil. Danke schon mal im Voraus. Hani und Nanni sind toll, süß und könntest du die beiden von mir grüßen? Ich habe euch schon abonniert. Oh, die Nanni grüßt abonniert, zurück. Wo ihr, wo ihr das erste Video hochgeladen habt. Echt, schon so lange. Viele Grüße, Jasmin. PS, ich bin 10 Jahre alt. Genau. Das war Nannis Gruß über Fabi an dich zurück. Genau. Vielen lieben Dank und ein Rückumschlag dabei. Ich muss dann mal noch gucken. Okay. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Schauen wir gleich mal. Ach, Mensch, Nanni. Komm, dann mache ich jetzt den Brief hier auf. Yay. Ich hab mir schon einen Fingernagel abgebrochen. Ich habe nämlich diesmal die Fingernägel den Termin extra ein bisschen später gelegt. Übrigens auf die Gamescom nehmen wir auch jede Menge Autogrammkarten mit. Also wenn ihr uns da genau seht, einfach anhauen. Das sind, du kriegst keine Hundekekse jetzt. Ich meine nicht dich, ich meine den anderen Hund. Oh nein, ich habe den Briefumschlag zerrissen. Die Hanni hat sich nicht an die Hundekekse gesetzt. Ja, die wartet da jetzt ganz erwartungsvoll. Also das ist auf jeden Fall die Bestätigung, dass ihnen die Hundekekse... Wenn schon die Hanni die Kekse findet, dann heißt es einiges. Weil die Hanni findet nämlich nie die Sachen. Das stimmt. Wir hatten so einen elektrischen Leckerchenball, der rumgerollt ist und ein Leckerchen verloren hat. Ja. Die Nanni hat es gerafft, woher sie kamen. Die Hanni ist der Spur gefolgt, aber sie hat nicht verstanden, woher sie kamen. Die Hanni ist ein bisschen doof. Ja, die Hanni ist echt ein bisschen doof. Das hier ist für mich. Das ist 2, 3, 4. Und ist das 1, so schön das Diddelpapier. Die Nanni ist so, so genügsam. Mal so. Ho, 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 ho. Nanni macht immer passiven Widerstand. Die legt sie dann einfach nach hinten, wenn sie nicht mehr möchte. So. Oh je, was ist denn da passiert? Da bin ich ja gleich mal gespannt. Ach, aus Herzogen Aura. Wir haben ja vorher ganz in der Nähe gewohnt. Wir haben ja in Dexendorf gewohnt. Das ist direkt daneben übrigens, für die, die es nicht wissen. Genau. In Herzogen Aura sind die coolen Outlets von Adidas und Puma. Und des Atlantis. Stimmt.
Lieber Fabi, liebe Kadi, ich bin's mal wieder, die... Schwimmer. Entschuldigung. Diana mit dem Diddelpapier, die mit dem Diddelpapier angefangen hat und der Kadi das Pappherz gebastelt hat. Ach, du warst das. Ich habe mich die ganze Zeit immer wieder versucht zu erinnern, wer mir das nochmal gebastelt hat. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Jetzt ein paar Worte zu euch. Dieser Abteil ist für Fabi. Ich kann den Namen nicht in den Fuß oder soll ich es vorlesen? Lieber Fabi, liebe Kadi, ich bin's mal wieder, die Joanna. Achso. Dieser Ab. Ah. Hey Fabi, ich wollte dir unbedingt etwas sagen. Ich liebe abgöttisch deine Projekte wie Minecraft Frozen, einfach Pferde Ark und früher Rise of the Tomb Raider. Ich finde dich total sympathisch, du bringst mich immer zum Lachen. Übrigens schaue ich gerade eine Minecraft-Folge von dir. Danke. Also bleib so wie du bist, ein ganz fettes Dankeschön an dich, dass du mir immer die Laune wieder gut machst. Zur nächsten Seite. Ja. Jetzt kommt das für mich. Hey Kadi, jetzt kommst du dran. Nicht, dass du denkst, ich mag dich nicht. Im Gegenteil, ich liebe bei dir Star Stable, Sims 4 und Riding Out. Du bist so sympathisch und du bist so hübsch. Oh. Kann ich gar nicht in der Fuß kitzeln. Dankeschön. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Außerdem finde ich eure Hundis so süß. Gebt ihnen von mir einen Kuschler. Kuschel! Ja. Ich wollte noch sagen, ihr sagt ja immer, dass ich aus der Nähe von eurem früheren Wohnort komme. Ja. Das ist ja voll cool. Ja, siehst du, jetzt haben wir es eben schon wieder gesagt. Das stimmt, ja. Fabi, vielleicht schicke ich dir zu Weihnachten einmal Nürnberger Elisenlebkuchen. Das wäre voll cool, und ja. Dann machst du Fabi glücklich. Sachen aus der Heimat. Und noch etwas. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt Joana und ich habe 334 Abos momentan. Hey! Ich habe auch Instagram, da heiße ich joana_mushill. Ich meine, das hätte ich auch schon mal irgendwo gesehen unter einem Bild. Ich versuche jetzt auch mal mehr ein bisschen auf Instagram zu posten. Ja, Fabi hat sich Instagram aufs Handy geladen. Er lebt nicht mehr in deinem Mond. Ja, wir wollen generell mal da mehr aktiv sein. Genau. Ich wollte euch etwas erzählen. Und zwar sagt ihr immer, ihr esst gerne Sushi. Ich habe mal 3 Jahre in Japan gelebt, wegen der Arbeit meines Vaters. Sau cool. Das ist echt cool. Allerdings war ich da 4. Okay. Ich war von 2009 bis 2011 da. Doch dann... Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber am 11.03.2011 war in Japan ein schlimmes Erdbeben. 9,0 Stärke, bei uns zum Glück nur 7,0, aber immer noch viel. 11.03., das war das, wo Fukushima echt das Problem hatte, oder? Ich glaube. Und ich hatte echt Angst, ich sterbe. Ich habe euch ein paar Bilder mit reingemacht. Genau, das sind nämlich die Bilder, wie es da aussah. Dann seht ihr mal, wie es danach aussah. Genug von schlimmen Geschichten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich grüßen könntet. Liebe Grüße an die Joana nach Herzogenaurach, nach Jetzi. Ich hoffe echt, dass ich nicht zu viel geredet habe. Sollen wir die zeigen? Das ist auf jeden Fall totales Chaos. Ja, wirklich. Du hast nicht zu viel geredet. Und ich möchte keine Autogrammkarte, weil ich schon eine habe. Krass, das ist echt alles rausgefallen. Euch noch einen schönen Tag, liebe Grüße, Joana, / Rebecca. Ja, das hat ja wirklich ziemlich gewütet. Ja, krass. Ist ja krass. Gut, soweit aber mit dem Weekly für heute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch wirklich lieber ist, dass ich mit Minecraft aufhöre. Und das Q&A kommt, wie gesagt, am Montag. Und ansonsten der zweite Teil des Weeklys morgen. Und heute Abend SSO-Vorbereitungs-Olympiade-Stream von mir. Genau. Denn ich habe gestern aus Versehen den Stream von Minecraft gelöscht. Tut mir leid. Song. Weil ich hatte ihn erst als Star Stable-Stream gestartet, da habe ich gemerkt, scheiße, heißt ja gerade Star Stable. Und da wollte ich schnell alles umändern, habe alles umgeändert und wollte dann den anderen Stream, der schon gespeichert war, löschen, habe damit aber meinen eigenen Stream gelöscht. Ja, naja. Wir lernen selber noch YouTube-Gaming. Also, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.